Und welcome, welcome zu einem neuen Vlog. Heute ist das letzte Spiel von mir, von meiner Mannschaft. Es wird ein emotionaler Vlog. Wir haben am Abend noch Mannschaftsabend. Macht euch auf was gefasst. Letztes Spiel, let's go. Also heute könnte es echt emotional werden, weil wir werden uns alle trennen. Robin, Marvin, Bernan, ich und Eray. Und die anderen aus der Mannschaft werden auch wechseln. Mal schauen, wie das Spiel verläuft. Und mal schauen dann, wie die Emotionen sein werden. Werden wir nach Spiel weinen? Ich glaube schon. Sehr emotional heute. Was sagst du? Sehr viel, glaube ich, echt heute, Mann. Ey, das wird echt. Rasen. Wird sogar bewässert. Wirst du weinen, David? Ob du weinen wirst. Ob du weinen wirst. Werden wir nach dem Spiel singen. Wichtig, immer eine XXL-Hose. Müssen wir auch schützen. Und meine Nummer. Leave a art cold like December. What? 4-5 on me, it's a Kimber. What? AK knocking down trees like timber. Get your baby mama before we bend her. 21. Hit the windshield, not the fender. 21. Giving out smoke, my agenda. 21. Throw the white flag, they surrender. Pussy. All black tux, I'm a businessman. Pussy. Me and I still shaking killer's hand. Whoa. Take the plug off in the middle, man. Jetzt in der Kabine, gleich gibt's Essen. Wir können es gar nicht so realisieren, dass wir jetzt nicht mehr zusammen spielen werden. Wir haben ihm den Elfmeter überlassen. Ich habe ihn in dem überlassen. Ich hätte heute mein Hattrick gemacht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt gleich essen. Danach steht der Mannschaftsabend an in Nürnberg, im Hinz. Wir sind leider nicht in Fürth. Aber ja, gleich geht's weiter. Wir sind jetzt oben, wir schauen jetzt Dortmund gegen Mainz an und gleichzeitig Bayern Köln. Mit der ganzen Mannschaft, letzter Tag. Wie schon vorhin gesagt, wir gehen später ins Hinz. Bereitet euch darauf vor, es wird ein sehr, sehr cooler Abend. Ein sehr, sehr cooler Tag. Also, Plan ist jetzt, wir gehen erstmal zu Mika. Also Mika ist unser Torwart. Wir gehen jetzt zu dem erstmal nach Hause. Und danach hat noch Sebi, unser hübscher Kolumbianer, uns eingeladen, zu sich nach Hause zu gehen, bevor wir dann in den Club gehen. Also wir genießen heute richtig den Tag. Kenner, doch ich bin ein Feinschmecker. I'm a fucker, ich küsse deine Schwester. Hier wird nicht eingebrochen, doch wir hören Einbrecher. Darf man auch Gaswurf? Schaut mal. Und schaut mal das an. Soll ich Gaswurf bei euch machen? Warum? Katastrophe. Auf Kamera jetzt. Auf Kamera. You see this, man? Oh mein Gott. Er hat euch wirklich genommen. Ah, okay. Ich verstehe. Wieso auf mich bestellt? Kurz mal die Seiten korrigieren vor dem Club. Ich hab echt Angst, ne? Ich hoffe, Sebi weiß, was er tut. Also Blaze will hinten so eine Spitze haben. Mal schauen, ob wir es hinbekommen. So, ne? Also das ist parallel. Ja, das ist parallel. Aber wie sehen wir gleich, wie hoch? So sieht das Endresultat aus von Blaze. Ich glaube, Sebi und Mika haben wirklich eine gute Arbeit gemacht.
Ja, sieht sehr, sehr gut aus. Wir wollten nur die Konturen. Nur die Konturen. Das reicht auf jeden Fall. Also, wir sehen uns. Kurzer Zeitsprung. Wir sind jetzt in Nürnberg. Bei Sebi daheim. Sebi daheim. Sebi ist bei uns in der Mannschaft. Oh, man sieht mich gar nicht. So, Sebi ist bei uns in der Mannschaft. Gleich kommt wieder unser berühmter Outfit-Check. I've been waiting for this longest all my life. Das ist ein bisschen depri. Er ist in Gedanken irgendwo anders. Er muss sich, glaube ich, ein bisschen erstmal raffen. Aber mal schauen, ne? Mal schauen. Brech nicht sein Herz. Brech nicht sein Herz. Brech nicht sein Herz. Er ist so ein guter Junge. Yeah, 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 we pay. Yeah, 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 we pay. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one and I'm still here outside. Front line, south side. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me. Los. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, kommentiert fleißig. Und immer, ihr wisst Bescheid, immer anständig bleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal.